Guten Tag. Mein Name ist Andrea C. Ortolano und ich danke Ihnen, dass Sie mich auch heute wieder eingeladen haben, Ihnen meine Märchen zu erzählen aus meinem Wohnzimmer in Ihr Wohnzimmer. Es war einmal ein König und eine Königin, die wünschten sich sehnsüchtig ein Kind und kriegten immer keins. Eines Tages aber, da die Königin draußen beim Bade saß, da kam ein Frosch an Land gesprungen. Und der sprach zu ihr: Quack, Frau Königin, quack, noch ehe das eine Jahr vorbei ist, so werdet ihr ein Kind bekommen. Quack. Und genauso geschah es auch. Noch ehe das eine Jahr vorbei war, gebar die Königin ein Mädchen. Der König, der wusste sich in seiner Freude kaum zu lassen und feierte ein gewaltiges Fest im Königreich anlässlich der Taufe seiner Tochter. Es gab leider bei Königs ein kleines Problem, denn sie hatten nur 12 goldene Tellerlein, aber 13 weise Frauen, die im Königreich lebten. Und so konnte der König eben nur 12 einladen. Eine nach der anderen kam am Festabend zum Bett des Mädchens, und die weisen Frauen, die wünschten dem Mädchen Schönheit und Klugheit und Reichtum und immer so fort. Kaum aber, dass die Elfte ihren Spruch getan hatte, da öffnete sich die große Tür erneut und hereintrat die 13. Und voller Zorn darüber, dass man sie nicht eingeladen, da schaute sie nicht links und nicht rechts, sondern ging geradewegs auf das Bettchen zu, in dem die Kleine lag und schlief und sagte: Dieses Kind soll, wenn es 15 Jahre alt ist, sich an einer Spindel stechen und tot umfallen. Stille herrschte im Saal. Dann trat die 12. ran und sagte: Ich kann den Spruch meiner Vorgängerin nicht zurücknehmen, aber ich will ihn wohl mildern. Dieses Kind soll nicht sterben, doch es soll sich, wenn es 15 Jahre alt ist, an einer Spindel stechen und 100 Jahre schlafen. Der König ließ am nächsten Tag sofort alle Spindeln im ganzen Königreich verbrennen. Die Jahre vergingen und es geschah, als das Mädchen eines Tages 15 Jahre alt war, dass der König und die Königin in einem Nachbarkönigreich eingeladen waren. Das Kind war ganz allein im Schloss. Es wuselte überall herum und stand plötzlich draußen vor dem großen Turm. Es wusste, dass es dort nicht hinauf durfte. Es fasste sich aber ein Herz, fing an, die Wendeltreppe von unten herauf immer höher zu klettern und kam oben an ein Türlein. Mein Kind, komm nur herein, hörte das Mädchen von drinnen. Es öffnete die Tür und sah ein altes Mütterchen dort sitzen, an einem gar komischen Ding, wie sie es nie zuvor gesehen hatte. Guten Tag, liebes Mütterchen. Ach, sag mir doch, was machst du da? Fragte das Mädchen. Komm nur näher, mein Kind, probier es auch einmal, sprach die Alte zu ihm. Kaum aber, dass das Kind näher sprang und sein Finger die Spindel berührte, da stach es sich und sank zurück auf ein Bett, das dort im Turme stand, und fiel in einen tiefen Schlaf. Die Täubchen oben auf dem Dach, die gerade noch umherflatterten, die setzten sich auf die Zinnen und schliefen ein. Im Stall, da hörten die Pferde auf zu wiehern, die Hunde auf zu bellen, und beide schliefen ein. Unten in der Küche, da hörte das Herdfeuer auf zu flackern, die Fliegen, die gerade noch über dem Essen surrten, die setzten sich an die Wand und schliefen. Die Magd, die gerade dabei war, für das Abendessen ein schwarzes Huhn zu rupfen, die schnaufte noch einmal gewaltig, legte den Kopf auf die Schulter und schlief. Und der Koch, der gerade in dem Moment, in dem er einzuschlafen drohte, den Küchenjungen dabei erwischt hatte, wie dieser heimlich mit dem Finger in der Speise naschte, der sprang hinzu, um ihm eine gewaltige Ohrfeige zu verpassen. Genau in dem Moment, da schlief auch er. Als der König und die Königin des Nachts nach Hause kamen und sahen, dass alles so still war im Schloss und hörten kein Geräusch mehr, da schliefen auch sie ein. Und um das ganze Schloss herum wuchs eine Dornenhecke so hoch, dass man nicht einmal mehr die Fahne auf dem Dach sehen konnte. Und die Jahre vergingen. Überall im ganzen Lande erzählte man sich von jener Schönen, die oben im Turme lag, die jedermann Dornröschen nannte. Und die schönsten Prinzen des Landes versuchten, das Mädchen dort zu befreien, aber ein jeder,
Der blieb in der Dornenhecke gar elendig hängen und fand schließlich dort den Tod. Genau an dem Tag aber, an dem die 100 Jahre vorbei waren, da hörte ein junger, schöner Prinz von den Dornröschen dort im Schlosse, und er entschied sich, sein Pferd satteln zu lassen und ritt los. Wie er nun zur Dornenhecke kam, da öffnete sich diese und ward ein wunderschönes, großes Blumentor, durch welches der Prinz hindurchschreiten konnte. Er ging zum Turm, kletterte die Wendeltreppe immer höher hinauf, ging in das Kämmerlein und sah dort Dornröschen liegen und schlafen. Und weil es ihm gerade so war, als habe er noch nie zuvor ein schöneres Mädchen gesehen, da konnte er nicht anders, als sich einfach über Dornröschen zu beugen und ihr einen Kuss zu geben. In dem Moment da erwachte das Mädchen und freute sich, dass es so einen schönen Prinzen sah. Und nicht nur es allein erwachte. Die Täubchen auf dem Dach, die fingen wieder an zu flattern. Unten im Stall, da fingen die Hunde an zu bellen und die Pferde fingen an, mit ihrem großen Schweif die Fliegen fortzuwedeln. In der Küche, da flackerte das Herdfeuer erneut auf. Die Magd, die schnaufte noch einmal und fuhr fort, das schwarze Huhn zu rupfen. Die Fliegen surrten wieder über dem Essen einher. Und der Koch, der sprang hinzu und schüttelte den Küchenjungen kräftig an beiden Ohren. Auch der König und die Königin erwachten und mit ihnen der gesamte Hofstaat. Und weil sich dann Röschen und der Königssohn gut waren, so wurde eine prachtvolle Hochzeit gefeiert. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Vielen Dank.